Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Ape Harry. Servus, grüßt euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es um die Ape geht. Heute geht es um die Ape DM und zwar um die Bremsanlage hinten. Und da zeige ich jetzt einmal die wichtigsten Sachen. Ich habe drüben, habe ich schon zerlegt und hier, ich habe halt das Ganze schon locker gemacht, sodass es einfach schnell geht. Aber ich zeige jetzt einmal die wichtigsten Sachen und ihr schaut es einfach zu. Gell? So, Kamera mal richtig hinstellen hier, dass wir was sehen. So, der erste wichtige Punkt an dem Ganzen ist der, dass ihr einfach ganz easy einfach eigentlich eine Sichtkontrolle durchführen könnt an eurer Bremstrommel. Und zwar, du machst hier die Schraube auf, die da. Und hier kannst du dann mit der Taschenlampe oder mit deinem Strahler reinschauen und dann siehst du ganz genau den Bremsbelag und du kannst praktisch auch außenrum schauen, links und rechts, und kannst hier die Bremsbelagstärke kontrollieren. Also das ist das erste wichtige Thema eigentlich. Du kannst die Bremse leider von außen nicht nachstellen, so wie jetzt bei der 50 oder so, kannst du bei dem leider nicht machen. Wenn jetzt die Trommel runter muss, den Staubdeckel runter, dann ist hier ein Splint drin, der muss runter. Dann von Splint die Halterung runter, die Mutter aufmachen mit dem Schlagschrauber, mache ich die auf. Und dann, wenn du Glück hast, wenn du wirklich Glück hast, dann bringst du die Bremstrommel. Also bei mir sind die Radbremsen hinter fest und trotzdem ein paar Hammerschläge. Ich lasse dann den Reifen oben, den habe ich oben lassen und haue mit ein paar Hammerschlägen hinten an den Reifen hin, drehe da immer ein bisschen so, haue wieder hin und dann lockert sie das Ganze. Und wenn du dann Glück hast, dann geht das Ganze ganz easy einfach so raus und dann hast du sie unten und dann ist hier in dem Ganzen ist der Konus noch drin und auf dem Konus ist eine Beilagscheibe. So sieht das Ganze dann aus, praktisch gesehen. So, Konus, Beilagscheibe, Mutter. Und wenn du Glück hast, meine Ape hat erst 5500 Kilometer oben, dann haben wir hier keinerlei Rand. Ich denke aber, dass die Bremsen schon mal irgendwann gemacht worden sind, weil die wird jetzt 20 Jahre alt. Und das ist einfach nur Standschäden, denn die Bremsbelege selber sind völlig in Ordnung, schauen sauber aus. Jetzt ist es wichtig, wenn du so eine Bremse machst und du willst jetzt die Bremse und du musst sie zerlegen. Die musst du auch zerlegen. Dann machst du entweder jetzt ein Bild von der Bremsanlage oder du baust mir bitte nur eine Seite auseinander, weil wenn du dir beide Seiten auseinander baust, ich dürfte wetten, du weißt nicht mehr, wie die Federn reinkören. Und deswegen, oder wie es überhaupt zusammengehört, gell? Die Bremsen praktisch von hinten sind ja gesichert. Warte mal, ich gebe es näher her vielleicht. Du hast hier die Sicherungsfedern von hinten, wo der Bremsbelag praktisch an der Ankerplatte hebt. Dann hast du hier praktisch den Nachsteller, hier ist der Nachsteller. Das ist der Handbremszug, wo vorgeht. Und der Handbremszug, der muss natürlich frei sein. Da können Sie immer schauen, ob der frei ist. Dann ist natürlich wichtig, sind die Radbremszylinder frei. Wenn ich hier reinschaue, das ist der verkehrte Schraubenzieher, aber wenn du hier mit dem Schraubenzieher reinschaust, jetzt Moment, sollte man nochmal einen Schlitzschraubenzieher nehmen. Dann darf hier keine Bremsflüssigkeit rauslaufen, wenn du hier aufmachst. Ich hole jetzt einen anderen, aber ich habe Angst, dass die Kamera rumschmeißen. Moment, ich hole schon einen anderen Schraubenzieher. Du fahrst praktisch hier rein, vorsichtig, sodass die Manschette nicht kaputt machst. Und schaust, ob es hier feucht rauskommt. Hier kommt es nicht feucht raus, aber also von dem her wäre es okay, wenn jetzt die Radbremsen wieder einigermaßen freibringst, also mischst du es jetzt Honig und so weiter vielleicht, dann wäre das wieder ganz okay. Und du musst aufpassen, dass diese Manschette auch nicht kaputt machst. Falls es gehen sollte, dann muss es hier gangbar sein, das seht ihr. Hier ist der Nachsteller, hier, das Rädchen da drin, das ist ein Zahnrad, da kannst du das Ganze nachstellen. Schau, das ist frei, das geht ganz leicht, das ist wichtig, das ist auch gefettet, weil ich denke mal, dass diese Bremse schon mal erneuert wurde. Dann muss natürlich der Silmering okay sein, der ist okay. Das da drin, das ist jetzt gar nicht geschmiert, das ist immer so, dass ich hier das eigentlich, wenn ich das Zahnbar auch immer fette, weil, seht ihr selber, das fängt Scammeln schon an und wenn das da drin Scammeln anfängt, dann ist irgendwann der Handbremszug da drin fest. Das ist also ganz wichtig. Du schaust schon alle Federn nach. Also wie gesagt, hier das schmiere ich einmal
Und dann habt ihr hinten nur die Anschläge vom Bremsbacken, die müsst man ausschmieren, das zeige ich euch aber drüben. Und wie gesagt, es ist ganz wichtig, wenn du die Bremse zerlegst, zerleg entweder nur eine Seite und mach die fertig und dann mach die nächste oder mach ein Foto. Weil danach heißt es nämlich, jetzt funktioniert die Bremse nicht mehr, du hast irgendeine Feder verkehrt eingehängt, dann haut es einfach nicht hin. Und mit dieser Einstellschraube hier kannst du auch die Grundeinstellung machen, wenn du die Bremse neu machst. Das ist es so. Wenn ich jetzt die Bremse in einer Art fertig zusammengebaut habe, wieder sauber gemacht habe, wieder sauber, ich schleife das Ganze ein bisschen ab, weil das ein bisschen verrostet ist. Die Bremsbeläge sind aber nicht verhärtet, das sieht man, wenn man so macht. Die sind weich und die schleife ich nur mit dem Sandpapier ab und auch die Bremstrommel baust dann wieder drauf. Und wenn du das dann drauf baust, dann musst du ja diese Bremsbeläge ausmitteln, dass sie in der Mitte sind. Das passiert aber automatisch, wenn du die Bremstrommel drauf steckst. Und dann musst du schauen, wenn, es muss natürlich so sein, wenn du die Grundeinstellung machst hier, dann muss die Handbremse komplett entlastet sein. Und es wäre sogar gut, wenn man die Handbremse vorne wirklich locker schraubt, sodass es wirklich auch nicht schon mal nachgestellt worden ist, dass es hier komplett entlastet ist und der Hebel komplett da hinten ist. Und dann kannst du die Grundeinstellung machen. Dann gehst du mit dem Rädle her und schraubst das Rädle so lange praktisch auseinander, so, das Ganze. Brauchst du dann bloß so machen. Und das ist auch die Selbstnachstellung. Wenn ich jetzt nämlich hierher gehen würde, seht ihr das? Dann bewegt sich das nämlich dann rauf und runter. Wenn das da jetzt weg kann, bewegt sich das rauf und runter und stellt die Bremse selbstständig nach. Das funktioniert eigentlich so gut wie es zusammenbaut und, zusammen und geschmiert ist. Weil wenn man das Ganze trocken einbaut, dann wird das irgendwann fest, dann stellt sich gar nichts mehr nach. Und wenn du die Grundeinstellung machst von der Bremse, bevor du dann praktisch die Handbremse einstellst oder entlüftest, dann, wenn ich muss die neu reinmachen, muss ich entlüften, die Radbremszylinder. Gehst du her, drehst es auseinander, dann gehst du her durch die Bremstrommel drauf, dann ziehst du an der Handbremse praktisch, brauchst du da ein bisschen ziehen, so. Dann tut sich die Bremstrommel wieder sauber hin, ein paar Mal drehen und die Bremstrommel muss satt drauf gehen und muss sie immer nur leicht drehen lassen. Das muss so eine Art Lüftspiel haben, weil sonst passiert das, wie so manche Abfahrer passiert, wenn sie nach Italien fahren und die fahren dann Berg runter und die Bremse hat viel zu heiß, weil sie es viel zu eng eingestellt haben. Ja? Das siehst du dann ja auch vorne am Pedal, wie weit der Pedal runtergeht, weil wenn du das jetzt wenn du das nicht nachstellen würdest, dann hast du ja deinen Weg, wo die Kolben rausfahren müssen, ist der zu groß und dann hast du einen hohen Pedalweg. Das heißt praktisch, viele gehen dann her, stellen einfach die Handbremse nach, durch das zieht es das Ganze auseinander. Aber hier hast du ein Lüftspiel und dann kann es auch sein, dass du das, dann kannst du deine Bremse aufpumpen. Das ist auch verkehrt. Also Grundeinstellung muss immer durchgeführt werden, dass sie passt. Also Handbremse ganz zurücklassen, Grundeinstellung durchführen und dann kannst du weiter alles machen. Und das bei alle drei Bremsen, alle drei Achsen. Ja. Und wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass alles schön gangbar ist. Es ist ja auch, die Bremse schaut ja auch wirklich nur gut aus. Es ist wirklich, es schaut bloß, die sind halt vom Stehen fest. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal an die andere Seite hinüber, dann zeige ich euch da noch ein paar Sachen. Und dann sind eigentlich die wichtigsten Sachen, denke ich mal, schon wieder abgehakt. Klar, die eine oder andere Frage wird kommen, die schreibt es unten in die Kommentare, dann beantworte ich die gern. Und alles andere können wir über meine Support-Funktion machen, beim Mitgliederbereich. Wenn Sie den Support-Partner wählst, dann können Sie mich praktisch fast zu jeder Zeit per WhatsApp erreichen. Sage jetzt mal, aber jetzt schauen wir auf die andere Seite hinüber und dann schauen wir uns das noch an. Und dann werden wir das gleich sehen, gell? So, jetzt, also diese Seite habe ich jetzt schon zerlegt. Diese Seite habe ich jetzt schon zerlegt, das seht ihr. Und das Ganze ist natürlich so, das da muss gescheit gehen, da. Das Handbremsseil muss funktionieren, das muss gehen. Und dann seht ihr auch die verschiedenen Federn, wo da eingehängt sind. Und wenn die Federn, ich dürfte wetten, wenn alle auseinanderbaust auf einmal, dann weißt du nicht mehr, wo irgendwo irgendwas hingehört. Das ist ja so. Hier gehört der Nachsteller dann hin, da, das ist der Nachsteller, warte mal, ich muss bloß die wegtun, das ist der Nachsteller, wo ich gesagt habe, und das kannst du da an dem verdrehen, so kannst du die Bremse einstellen, hier, und dieser Nachsteller, das wird dann hinten an der Bremse, hinten eingehängt auf einer Seite, und dieser Nachsteller, der wird einfach hier mit dem Teil nachgestellt. Mit dem Blech. Das ist das Nachstellblech. Da wird der nachgestellt. Und was jetzt natürlich noch wichtig ist,
Was jetzt natürlich noch wichtig ist, das sind die hinteren Federn, wo der Bremsbelag gehalten wird, am Ankerblech. Das da. Ihr seht, das Ankerblech ist Aluguss, das oxidiert gern. Die sind wichtig, dass sie drin sind, weil sonst verrutscht, kann der Bremsbelag echt verrutschen oder sie verkanten und dadurch wird der Bremsung nicht mehr stimmen. Und was jetzt noch wichtig ist, ihr habt hier, ich glaube, man sieht es hier am besten, oder? Das warte mal, ein bisschen drehen. Hier haben wir Anschläge, einmal, zweimal, dreimal. Und diese Anschläge, da steht der Bremsbelag an. So. Da steht der Bremsbelag an und muss hin und her schwimmen können. Und hier sollte man einfach ein bisschen Kupferpaste drauf tun. Da. Das Ganze ein bisschen, dass es einfach, sage ich mal, sauber machen, natürlich Kupferpaste machen. Bei mir ist jetzt der Fall, da sind die hier, das war das, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt hier schon eine Karamba reingespritzt, aber da sieht man schon, schau, da kommt schon der Rost raus. Die sind einfach fest vom Stehen her, weil die Abbremsverzeitung gestanden ist. Und deswegen, wenn ich jetzt mit dem Hammer schlag hier, dann geht es wohl rein. Aber es ist so, dass das Ganze echt schwimmend sein muss. Wenn du hier reindrückst, muss da rausgehen, das muss ganz leicht gehen. Weil ansonsten hast du echt das Problem, dass der Bremse immer fest ist. Und das funktioniert schon. Du kannst fahren, solange bis du das nächste Mal auf die Bremse drückst, dann ist es wieder fest, dann schleift es wieder ab und die schleift halt deine Bremsbeläge runter. Dann sind sie halt im Arsch. Und die sind wirklich, also ich sage jetzt mal kurz vor neu. Die sind echt kurz vor neu. Also wie gesagt, das muss man machen. Hier ist natürlich jetzt das Problem mit dem Radbremsen ausbauen, dass es oft die Sachen gegeben hat, du baust einen Radbremsen, willst ausbauen und dir platzt dann die Narbe. Und dann wird es richtig teuer, wenn die Narbe kaputt ist. Das habe ich schon zweimal gehabt. Dann platzt die Narbe. Kann vorkommen, ich habe jetzt eine Schraube schon aufgebracht, die muss man aber jetzt erst noch einen Schlüssel zuschleifen, weil du kommst schon da hinten sind zwei Schrauben drin, so ein Sechser, und da kommst du echt saublöd hin. Ich lasse das Ganze noch mit Bremsenreiniger also einweichen über Nacht, bestelle die Teile, kann halt eh nochmal weitermachen und ihm abziehen, aber ich weiß, was kaputt ist. Wir schauen uns das dann vorne nochmal an und bestelle dann die Teile und fertig, aber da ist echt die Gefahr, dass da die Narbe platzt. Das ist wirklich mir auch schon passiert. Aber da muss man einfach vorsichtig arbeiten, vielleicht ein bisschen warm machen. Das Problem ist, du kannst nicht zu arg warm machen. Was ich noch machen werde, ist auf jeden Fall die Räder nach außen setzen. Das zeige ich euch noch. Da kommen noch Tieferlegungsfedern, neu von Zadra, in schwarz. Und jetzt schauen wir uns vorne noch an, dass ihr das auch noch seht. So, und jetzt haben wir die vordere Bremse noch. Da ist das Ganze das gleiche Spiel mit der Bremstrommel, nur hast du da eine andere Mutter vorne, da hast du eine andere Mutter, die wo praktisch, aber da brauchen wir auch eine neue. Schau, die ist hier kaputt. Kann man zwar noch hernehmen, aber ich werde eine neue nehmen, aber die ist einfach eine andere. Wo du aufmachen musst und das Ganze dann runterbringst. Und da haben wir das gleiche wieder mit der Nachstellung hier. Seht ihr das? Du kannst hier die Bremse nachstellen, die Grundeinstellung, das läuft alles sauber. Das läuft alles wirklich sauber, nur ist auch der Radbremszylinder fest. Der Radbremszylinder ist fest, leider. Den muss ich neu reinmachen. Ansonsten schaut alles wirklich gut aus, die Achse schaut echt gut aus. Das ist ein bisschen oxidiert, das ist nicht weiter schlimm. Und da ist es auch so, wenn du die Bremse zerlegst, mach dir auf Bild mit deinem Handy. Das ist sicher, da weißt du, wo es hingehört. Hier sind die zwei Federn drin, wo die ganze Chose wieder hält. Ja, dann hast du die obere Feder, die Feder und die Feder und das da noch drin. Aber wenn das da auseinanderfliegt, das da, da haben viele das schon verkehrt zusammengebaut. Und ich weiß es oft auch nicht auswendig, wie es aussehen muss, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß es oft auch nicht auswendig, wie es aussehen muss, weil die letzte Bremse bei der TM, keine Ahnung, wie lange die her ist, wo ich die gemacht habe, aber könnte vielleicht sogar schon seit 10 Jahren. Ja, klar, wenn du dann wieder hingehst als Mechaniker, weißt du, was machen musst und dann weißt du, wie es ausschaut. Aber trotzdem ist es bei mir auch so, ich mache erst eine Seite und dann mache ich die nächste Seite. Ist einfach so, weil schaust das an und machst die Feder und denkst, wie war jetzt die Feder drin? Ja genau, ich weiß es noch. Und dann schreibst du immer im Internet um und an, kann man jemand ein Bild schicken, wie die Federn gehören und so weiter und so fort. Ich kenne das schon, ja. Hinten ist es so, Radbremsen reinmachen, ist ja hier jetzt auch nicht weiter schlimm. Du machst da auf, hinten hast du zwei
die 2,6er Schräubler, da kommst du hier super hin, beim anderen nicht, dann musst du das auch machen. Also es ist nicht weiter schlimm und danach hat das Ganze echt entlüften. Mit der Entlüfterei, da haben auch schon viele, viele echt ein großes Problem gehabt mit dem Entlüften. Okay, ich habe mir ein Entlüftungsgerät gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen, da arbeite ich mit Druck. Da dürfte jetzt überhaupt gar kein Problem mehr sein. Ich bin gespannt, wie das Gerät ist. Nehme ich dann zum ersten Mal, habe ich aber extra für sowas gekauft, weil ich mir gedacht habe, irgendwann kriege ich ein, wo ich Radbremsen tauschen muss. So ungefähr. So, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mal helfen. Wie gesagt, Belag, hier ist das Gleiche. Belag checken. Hier mit der Schraube kannst du dann die Belege checken. Da siehst du genau, wie stark die sind. Weil du siehst genau dann das Blech da. Das da und siehst den Belag und du kannst einmal außen rumfahren, schauen, wie der Belag ist und dann weißt du ganz genau, wie es da drin aussieht. Du siehst vielleicht auch sogar, wenn es jetzt das ziemlich ölig wäre, egal woher, Bremsflüssigkeit oder was es ist, dann würdest du das hier schon sehen. Weil wenn Bremsflüssigkeit austritt, ist ja auf dem Belag, würdest du dann sofort sehen, dass das Ganze nicht mehr gut aussieht. So, jetzt könnt ihr mir noch Fragen stellen in die Kommentare natürlich, ist kein Thema, nicht, mache ich gern, die zum Beantworten, wenn es natürlich mehr ist oder so, dann wie gesagt Support-Funktion nutzen, Mitgliederbereich mal auf den Mitglieder-Button oben rechts drücken, mal gucken, was da der Harry sagt, für manche ist es ganz schlüssig, mir da jetzt auch ein bisschen helfen, allein nur, sage ich mal, einige von euch haben schon die 99 Cent Mitgliedschaft gemacht, das ist auch cool, sau cool, das zeigt mir einfach, cool, ich finde es cool, was du machst, und die hilft dir dabei, indem dass sie dir im Monat 99 Cent gibt. Ist auch nicht schlecht. Also, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Und da werden noch einige andere Videos kommen. Bei der 50er auch, wenn es mal soweit ist. Ist klar, eins nach dem anderen. Und würde ich sagen, bleib gesund, bleib mit Büsch, fahr Dreirad, schalt wieder ein, wenn ich da bin. Und freue dich deines Lebens, so wie sie auch versucht zu machen. Gell? Danke, ciao, servus.